Herzlich willkommen zur zweiten Folge Christian der Feuerwehrmann. Neben mir steht Christian und er wird euch jetzt unser schönes Feuerwehrauto zeigen. Leg los! Hallo Jungfreunde! Dies ist das Einsatzfahrzeug der Ortsfeuerwehr Radegast. Es handelt sich hier um ein LF8-6. LF8-6 heißt Löschgruppenfahrzeug. Die 8 steht für 800 Liter pro Minute bei 8 Bar. Und die 6 steht für 600 Liter Wasser, die wir im Tank mitführen. Das Löschgruppenfahrzeug hat 5 Geräträume. Wir fangen an mit dem Geräteraum 1. Drüben auf der anderen Seite ist Geräteraum 2. Dann geht es hier weiter mit dem Geräteraum 3. Und drüben mit dem Geräteraum 4. Der Geräteraum 5 ist auf der Rückseite. Wir beginnen mit unserer DS8-8 von Rosenbauer. Es ist eine Fox. Ja, dann gucken wir es uns mal an. Die TS8-8 hat ein Gewicht von 185 Kilo. Das heißt, sie darf nur mit 4 ausgewachsenen Feuerwehrmännern getragen werden. Ja, sie fördert ebenfalls 800 Liter die Minute bei 8 Bar und wird eingesetzt, wenn wir mit dem LF nicht an die Wasserentnahmestelle kommen oder halt über lange Wegstrecke das Wasser befördern müssen. Im Geräteraum 1 befinden sich 2 Standrohre. Wir haben ein 8er, 5er Standrohr, weil wir auch unterschiedliche Unterfluoridranten haben. Ja, die sind jeweils bei dem 8er hat jeweils 2 B-Abgänge und 2 Niederschraubventile und das 5er hat auch 2 Niederschraubventile, aber 2 C-Abgänge. Dann haben wir eine Feuerwehraxt. Dann haben wir hier im Geräteraum 1 den Abgasschlauch für die DS8, dass man dann, wenn man über Stunden pumpt, nicht doch die ganzen Abgase als Maschinist einatmen muss, kommt auch nicht so gut. Deswegen der Abgasschlauch. Zum anderen haben wir Absperrgegel, das falls wir einen Einsatz haben, dass wir auch unser Fahrzeug in Anführungsstrichen sichern können, beziehungsweise die Straße halbseitig oder sogar ganz sperren können. Für heiße Tage haben wir auch Getränke für die Einsatzkräfte. Ja, unser Monitor nicht vergessen. Den haben wir auch im Geräteraum 1. Ja, den werden wir aber euch das nächste Mal erklären, wenn wir Ausbildung mit unserer Jugend machen. Nur vorab so viel, er kann stationär aufgebaut werden. Er hat Sprüh- und Vollstrahl. Ja, und den Rest seht ihr dann im nächsten Video. So, hier oben befinden sich hier Leuchtfaltkegel, die wir auch im Dunkeln aufstellen können oder auch im Helm benutzen. Ich pack mal so ein Ding aus. Ja. Jetzt sieht man dann so raus und unten hat man ein Knöpfchen,
da sollte er dann angehen. Dann haben wir zweimal eine Hitzeschutzbekleidung. Tja, Christian, ich würde sagen, komm mal her, hilf mir mal dabei. So, hier hast du noch Handschuhe dazu. So, unser Christian, darf ich vorstellen, unser Kameramann, eigentlich immer nur hinter der Kamera, aber jetzt auch mal vor der Kamera. Normalerweise trägt man unter der Hitzeschutzbekleidung die Einsatzbekleidung aus der ersten Folge, die wir euch schon vorgestellt haben. Hier befinden sich zwei Atemschutzgeräte mit jeweils 4 Flaschen Reserve. So, kommen wir zum Geräteraum 3. Was sich dahinter verbirgt, sehen wir gleich. Fangen wir an mit Reduzierstücken von B und C. Haben wir jeweils 4. Dann haben wir unseren Niederschraubverteiler. Unseren Druckminderer, ganz wichtig für die Jugendarbeit. Eine Haspel mit 6 C-Druckschläuchen. Ja, Kupplungsschlüssel. 4 Sauglängen A 1,60 m. Ja, dann 6 B-Druckschläuche A 20 m. Dann haben wir Zubehör für Rettungsgerät. Das heißt, für Luftkissen oder ein Luftkissen-Hebeset. Steuerteil fürs Luftkissen. Werden wir auch mal sicherlich beim Jugenddienst sehen. So, wir befinden uns auf der Rückseite unseres Fahrzeugs, der Geräteraum Rückseite. Ja, hier befindet sich unsere Heckpumpe. Wir hatten da Aquarium mit Fischerin gebaut. So, wir gucken mal, ob die Kameraden schon das Aquarium ausgebaut haben, weil das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir hier mit dem Aquarium rumfahren. So, ja, ausgebaut ist. Fangen wir an mit unserer Heckpumpe, die fördert auch 800 Liter die Minute bei 8 bar und wird vom Fahrzeug aus angetrieben. Ja, was haben wir hier oben? Wir haben hier ein Sammelstück, oder früher wurde es auch Hosenstück genannt. Sieht ja aus wie eine Hose. Ein Saugkorb. Des Weiteren haben wir hier Übergangsstücke von A auf B und von B auf C. Dann haben wir einen Überfluoridrantenschlüssel der Gruppe B. Schachthaken. Füllschlauch für unseren Tank. Arbeitsleinen, 2 Stück. 3 Kupplungsschlüssel. Und zu guter Letzt haben wir unser Weinschutzkorb. Natürlich mit Schwimmblase. Ja, das war Geräteraum Rückseite, die Bestückung. Das restliche Fahrzeug machen wir in Teil 2. Okay. Auch dieses Mal nicht vergessen, abonniert unseren Kanal
Unten ist eine Box. Was gut und was nicht so gut war, schreibt drin. Nur so können wir es besser machen. Erzählt euren Freunden. Tja, ansonsten schaut es euch an und bis zum nächsten Mal. Rinnihauen.